Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft mit der Katze, die auf den Boden guckt, und mir. Juhu. Mir wurde gesagt, dass das nicht so gut aussieht, dass das hier vorne nur eine Reihe ist, auch wenn das kürzer ist, weil es ist ja im Endeffekt keine wirkliche Markise. Aber ich kann das schon zwei lang machen, also das sieht das vielleicht noch ein bisschen besser aus. Hm. Was halt ein bisschen schade ist, ist, dass immer ein Block drunter sein muss, siehst du wie hier. Deswegen kann man leider... ich hätte mich überlegt, dass man da auch nochmal diese Schnüre macht, aber das kann man dann doch ein bisschen vergessen. Findest du das so besser? Schnüre? Ja, da hängen noch an den Seiten solche Kordeln hier runter eigentlich. Ach so, ja gut, aber wie hättest du die machen sollen? Ja, also ich finde es jetzt so nicht unbedingt besser. Ich fand es vorher auch nicht schlecht und ich finde es auch jetzt nicht schlecht. Guck mal, man hätte das so machen können, dass man das hier so macht. Guck, das sind quasi Kordeln. Schau, meinst du so? Du kannst es ja mal so lassen und mal gucken, was die Zuschauer dazu sagen, findest du eigentlich, oder? Das, was ich so gemacht habe in der letzten Folge? Die Disco? Ich find's cool. Also ein paar haben gesagt, dass es nicht so gut aussieht mit den Strahlen, aber ich finde, die Strahlen machen halt so ein bisschen den Lichteffekt. Das ist in die Boxen, oder wie? Ja. Sieht man das nicht? Doch. Ich hatte noch einen Vorschlag bekommen. Ich bin mal gespannt, wie du den findest. Für die Palmen. Guck mal, das ist jetzt meine Variante der Palme, ja? Mhm. Ich zeig dir mal die Variante, die ich vorgeschlagen bekommen hätte, wäre, dass man das so macht und dann so quasi. Nee, da finde ich meine Variante tatsächlich irgendwie angenehmer. Das andere sieht mehr nach Palme aus, das hier sieht aber mehr aus wie irgend so ein... Sie sieht aus wie so ein Sonnenschirm in der Art. Ja, ja. Also ich finde einfach, es nimmt sich nicht viel, ne? Es ist halt beides nicht so die hundertprozentige Palme. Aber ganz im Ernst, wenn man jetzt darauf so krass Wert legt, dann ist es... Das wäre, glaube ich, ein bisschen kleinkariert. Und... Also aber sind die wirklich braun vorne, die Lautsprecher? Nee, natürlich nicht. Aber... Wenn ich nur einen normalen Block mache, sieht das nicht aus, als wäre da ein Lautsprecher dran. Die Klappen sind bei mir so, als wären sie so ein Durchlässig. Ich weiß nicht, wie die Klappen bei mir sind. Bei mir sehen die aus, als wäre das jetzt vorne einfach nur so ein... Ach so, ja, bei mir sind es geschlossene Türen. Ja, genau. Bei mir sieht es so aus, als wäre da einfach vorne geixte, so geriffeltes Muster. Ah ja, gut. Deswegen hat das schon... Natürlich. Okay, also wir haben hier, haben wir noch einen Tisch. Mhm. Eigentlich haben wir hier so ein Sofa, so ein rundes. Das ist natürlich ein bisschen blöd. So ein Ecksofa ist da eigentlich, ne? Ja, aber es ist natürlich ein bisschen blöd zu machen, weil wir... Ich hab eine Idee. Was hat das für eine Farbe? Rot. Also das Einzige, was wir eigentlich nehmen könnten, wäre so in der Art, dass man sagt, hier, du machst es halt... Ist das nicht ein bisschen zu dunkel? Ja, aber was hast du denn dann? Ich hätte es jetzt mit Ziegeltreppen gemacht. Ja, guck mal, ich habe das Rot hier aber auch so hier schon mit gemacht. Guck, das ist ja dasselbe Rot. So. Also ich finde das dann doch noch schon... Ich finde es halt... Klar, deins ist halt orangener, aber es ist beides nicht richtig, von der, wenn man die generelle Färbung hernimmt. Und deswegen würde ich es halt so machen... Guck mal, hier sind einzelne Stühle angeblich noch so. Das ist angeblich... Hier sind Stühle. So. Und dann ist hier eben nochmal so... Ungefähr so sieht das eigentlich aus. Und da ist noch ein Tisch dazwischen, deswegen würde ich das eigentlich sogar so machen. Und dann... Und dann da halt so ein Zaun mit Druckplatte hin. Genau, der Tisch sieht violett aus, was ich überhaupt nicht verstehe, warum die einen Tische außen weiß machen und den Tisch dann violett. Das verstehe ich auch nicht. Wer macht, also der Inneneinrichter von dem Club, der hat aber so ein bisschen gepennt von Einheitlichkeit. Also der Tisch sieht normalerweise da recht breit aus, aber ich würde das so machen, weil das nicht ist das realistisch, dass du nur so einen kleinen Tisch dazwischen hast. Weil wenn ich jetzt da so einen 6x6 Tisch reinmache, das ist ein bisschen krass. Außerdem ja. Ist da ein bisschen wenig Platz für die Tanzfläche, weil, man muss so ehrlich sein, die Tanzfläche bei uns ist ein bisschen zu klein. Genauso ist nämlich hier eigentlich die Wand, müsste eigentlich hier weiter runter gehen noch, hier so. Und da müsste nämlich auch nochmal...
die Fähnchen runterhängen. Aber wir können es ja so in der Art machen, da ist da der Baum dann noch so ein bisschen so halb drunter. Und natürlich ist unsere orangen Teile haben wir halt der Sache geschuldet, dass wir sie überall genommen haben. Also, dass wir das jetzt diese orange Steinwand haben, normalerweise ist die halt da nicht direkt orange, sondern halt ein bisschen anders, aber... Ups. Das ist natürlich jetzt ein bisschen doof. Ich sehe jetzt ja gerade nicht weit genug, wie diese Steinwand noch weitergeht hier drin von der Disco. Deswegen kann ich jetzt das hier schlecht weiterbauen. Das sind jetzt so ein paar Punkte, wo wir sagen müssen, dass es teilweise wirklich verdammt schwer in Minecraft so nachzubauen, dass man es erkennt, dass es nicht zu daneben ist. Und dann müssten wir theoretisch auch andauernd die Position ändern, damit wir von dem Bild auch her, weil das ist ja genau das, nachdem ich gerade baue. Oh, da guckt der Arm von einem Zombie durch die Wand. Oh, du baust gerade den Brunnen. Ja, ich versuch's. Also hier vorne steht übrigens auch noch ein Gemälde. Ungefähr da. Naja, so eine Karibik-Party quasi, Bild. Moment, welche Größe haben die Bilder? Ich hab's so immer. Gibt's ein 6x6 Bild? 2x6 Bild? Ich will es fragen, ich weiß es nicht. Moment, das muss ich mal gerade an der Rückwand testen. Mal gucken, welche Größe dieses Bild hat, was wir mal sonst mal hier. Ich glaube, es ist aber 4x2. Komm. Ach man, why does this build hate me so much? Also erstmal guckst du mal ganz kurz zu mir. Schau mal, diese Bilder, die beiden, die du hier hinten siehst. Welches der beiden Bilder findest du besser für so ein Party-Bild? Ich weiß nicht, wie sie bei dir aussehen. Bei mir gefallen sie mir beide nicht für ein Party-Bild. Okay. Der brennende Totenkopf. Ich suche gerade diese anderen Bilder, welche Größe die haben. Das hier, okay, das ist 4. Okay, das heißt, müssten das quasi... Ich weiß, dass das eigentlich zu breit ist, aber ich finde, das ist das Passendste für dieses Karibik... Das ist halt so ein Saturday-Night-Tanzbild ist da eigentlich drauf, ja. Aber ich finde, dass das Bild noch das Passendste ist. Mm. Ansonsten müsste man ein 4x4 Bild nehmen und da gibt es halt einfach überhaupt kein passendes. Ja, muss ich das hier drüben anfangen? Moment. Dass man das mit den Bildern immer so random machen muss, das ist halt das Nervigste an den Bildern. Ich hab's befürchtet. Man muss es mit einem versetzt anfangen. Weißt du eigentlich, wie das aussieht, was ich jetzt gerade baue? Dieses Plakat, wo drauf steht, wie lange offen ist. Ganz genau. Oder was würdest denn du da alternativ nehmen? Guck mal, ich würde das jetzt hier halt nehmen. Das ist doch super. Ich finde das halt als wirklich so als Partybild ist das irgendwie so das Angenehmste, finde ich, oder? Ich finde das sowieso so eigentlich ziemlich cool, oder? Wenn man das so hinstellt als so ein... Auch als Fernseher oder so. Ist das ein Traumschiff. Wie findest du denn meinen Brunnen? Der sieht auch gut aus, ja.
Viel Größeres war halt jetzt nicht möglich. Meinst du nicht, dass ich würde das hier noch einen Ticken höher machen, aber ich finde das eins mindestens höher. Wenn das geht, ohne dass es rausläuft? Ja, klar, das kannst du beliebig hoch machen. Das ist nicht größenabhängig. Ja, dann machen wir es so. So, wo war ich denn jetzt gerade? Ja, genau. Also ich finde die Disco-Floor hier so eigentlich ganz angenehm. Wenn ich es mir jetzt so angucke, hätte ich den Brunnen sogar noch eins weiter Richtung Disco rücken können. Ja. Soll ich nochmal neu machen? Das musst du wissen, wie viel Arbeit dir das ist. So viel ist es jetzt nicht unbedingt an Arbeit, aber das musst im Endeffekt du entscheiden. Hier drüben, in der Ecke hier steht eigentlich eine Palme. Ich könnte einen Blumentopf auf den Boden stellen. Das ist die Alternative. Die Alternative, so. Mit. So, sehr gute Palme. Und dann ist hier. Das Problem ist, ich muss für den Discus, das DJ-Pult muss ich auf jeden Fall nochmal um die Ecke laufen. Das DJ-Pult muss ich in einer eigenen Folge beim nächsten Mal machen. Das ist leider ein bisschen doof, aber anders wird das einfach nichts. Dafür sieht man da ansonsten zu wenig. Hier kann man auch nochmal so ein bisschen Efeu. So. Und hier vorne hängt auch noch so ein bisschen rum. Theoretisch kann man das so machen. So. Und da die roten Fahnen lassen wir einfach so ein bisschen weg. Das ist einfach schwierig da zu machen. Man kann theoretisch noch überlegen, dass man so und so macht. Schaust du mal kurz her? Sofort, Moment. Was soll da hin? Hier, wie findest du, dass diese Fahnen so für die... Das ist doch gut. Und dann... 1, 2 müssten quasi hier noch zwei hin. Das ist halt... Der Hauptunterschied ist, dass es auf jeden Fall ein bisschen niedriger ist, als die Disco eigentlich ist. Aber das ist auch verdammt blöd zu machen, wenn wir die so viel höher bauen... Und dann ein einheitliches Bild zu machen. Das darf man nämlich immer nicht vergessen, dass wir uns ja ein bisschen an die anderen Häuser außenrum anpassen. Ich bin mir gerade ehrlich gesagt gar nicht ganz sicher, wie das Star Stable gemacht hat, dass die Häuser teilweise innen so hohl sind und dann doch wieder noch einigermaßen gleich groß sind. Ich glaube, das ist so ein bisschen der Blockgröße geschuldet in Minecraft, wo ich mal sagen muss. Aber... Es ist lustig, wie wenn du manche Sachen nachbaust, du einfach echt Probleme hast, obwohl du es genau vor dir hast, das genauso nachzubauen. Mm. So, das machen wir noch so ein bisschen. So, ja, das sieht doch eigentlich ganz gut aus, so. Ich finde das nur lustig, dass der Shader dafür sorgt, dass der Efeu so ein bisschen buggt im Endeffekt. Dass er sich so bewegt, das ist ein bisschen doof. Was übrigens echt lustig ist, ich sehe das jetzt gerade, dass hier eigentlich so eine Sandsteintreppe ist und die da noch nach vorne geht. Also hier das, dass das eigentlich so ist. Und hier drüben auch. Manchmal frage ich mich so ein bisschen, architektonisch ist das aber an manchen Stellen auch nicht so ganz perfekt gelöst, von das Star Stable teilweise da gemacht hat. Fragst du dich manchmal auch, okay, die Absperrung geht nur hinten rum, aber okay, ich beschwere mich nicht, ich finde es nur teilweise lustig. Wenn man es selber nachbaut, finde ich, merkt man teilweise,
Ja, aber ich muss ehrlich sagen, mir gefällt die Disco so richtig gut schon. Und wenn wir die nämlich fertig haben, dann kommt quasi noch so ein bisschen das obere rum. Und leider ist der Nachteil natürlich dann, dass wir definitiv das obere leidet ein bisschen darunter. Ist sich im Brunnen ein bisschen besser platziert. Ja. Das obere hier leidet ein bisschen, weil wir definitiv an ein paar Stellen Glasdach machen müssen. Ansonsten hört der Beacon damit auf. Weißt du, was lustig ist, was wir machen könnten? Was Wir denn? könnten eine Verkabelung machen, die dafür sorgt, ich will mal gerade was testen, ob eine Klappe dafür sorgt, dass das aufhört, das Licht. Nein, tut's nicht, die geht einfach durch. Man könnte sowas machen wie sowas hier. Hä? Ja, genau. Das hat hier mit dem Redstone das Teil zuschiebt, weil dann hört nämlich auch unten das Strahlen auf. Und dann siehst du nämlich so, wupp. Und dann geht unten das Licht an. Siehst du? Ja. Dass man im Endeffekt sowas in der Art macht. Also wir sehen, eine Klappe sorgt nicht dafür, dass es zu ist. Das heißt, man müsste wirklich sagen, oder man macht es unten. Das heißt, das, was bei Affen funktioniert, funktioniert bei Beacons nicht. Bei Affen? Ja, Klappe zu, Affe Ach tot. so, Gottes Willen. Dass man sagt, also eins wäre simpel, dass man sagt, unten, nee, das ist, glaube ich, schwieriger. Dass man unten einen Block wegschiebt. Ich glaube, das ist aufwendiger. Ich glaube, dass man die Löcher zumacht mit einer generellen Schaltung, ist, glaube ich, das Unkomplizierteste. Dass man oben auf dem obersten Dach dann, ist es wahrscheinlich am einfachsten. Das oberste Dach, was nicht begehbar ist, wird dann eine Redstone-Schaltung haben, die jeweils die Blöcke verdeckt. Ich will das mal ganz kurz noch testen. Also übrigens, wundert euch jetzt nicht, das, was ich jetzt hier gerade baue, sieht definitiv in der finalen Version nicht so aus. Muss jetzt nur mal gerade. Kann ich sprengt wieder alles. So, dann. Ja, wir brauchen hier hinten noch so viel Platz. Hier ist ja noch der Haustiershop und hier ist noch ein Friseur. Stimmt schon. Das muss ich mal was testen. So geht das nicht. So. Das ist so gut, Kali. Es funktioniert halt. Ich muss dir gleich mal meine Mega-Konstruktion angucken. Guck's mir gleich an. Ist jetzt auch noch nicht fertig. Weil sie ist auch jetzt gerade nur absolut sporadisch. Also ich bitte nicht auf die Optik zu gucken. Die Optik ist Schrott davon. Dann schwimmen immer noch die Eisbären rum. Die Eisbären. Das Signal kommt von unten, also so. Wenigstens leben sie noch.
wirst gleich durch meine schiere Wunderkonstruktion in Erstaunen versetzt werden. Na, dann nimmst du den Mund ja ganz schön voll, wie? Ich krieg gleich nichts geboten hier. Ja. Okay, okay. Also, die Optik ist wie gesagt Müll. Aber ich bin, glaube ich, ja, ich bin fertig. Ha, es funktioniert. Wo bist du? Ich schwebe gerade über der Disco. Nein, du sollst hier nach unten kommen. Du darfst nicht meine Konstruktion angucken. Du hast es nämlich so hier, guck. Denkst du so, ne? Hast du Bock auf Party? Und dann. Oh Mann. Ey, komm, komm, das ist doch echt nicht schlecht, oder? Ja, da ist ein Schalter. Du weißt, was der Schalter. Hast du oben gesehen, was der Schalter macht? Ja, ja. Komm, ich finde das gar nicht so schlecht, oder? Ja, stimmt schon. Na gut, so in der Art werden wir das dann bauen, nur natürlich absolut verhältnismäßig unsichtbar, denn so soll das auf keinen Fall aussehen. Ja, nicht unbedingt. Aber ich finde, so ist es doch eine geile Idee, dass man sagt, hey, man macht dann halt zum Beispiel als Beispiel in 4Pinter-Stories eine Quest, wo man sagt, hey, sorg mal dafür, dass der Bär steppt hier, ne? In 4Pinter. Da musst du dann auflegen und dann hast du dann so ein Pult, wo du dann den immer wieder umlegen musst, den Hebel oder so. Oder mit dem Knopf, weißt du, das ist auch eine Idee. Dass es kurzfristig nur mal ist. Ich glaube, ein Knopf wäre, glaube ich, die geilste Idee. Da hast du dann wirklich so eine Lightshow, wenn du immer wieder auf den Knopf drückst. Nun gut. Dann machen wir noch eine Schallplatte, die dann immer abspielt, wenn du auf den Knopf drückst. So. Wir haben eine wunderschöne Disco. Nächste Folge kommt dann nur noch das DJ-Pult. Und dann gucken wir mal, wenn wir sobald wir das hier oben fertig haben, dass wir dann noch diese Elektroschaltung da unten einbauen. Ich habe da echt Bock drauf. Ich mag solche Schaltungen, die etwas dämlich sind. Der Brunnen sieht schon richtig gut aus. Wir kommen voran. Nicht mehr viele Geschäfte kommen hier ran. Also wir nähern uns tatsächlich so dem Ende. Ich finde es schon richtig geil. Mir gefällt das Ganze. Oh Gott, die Strahlen gehen ewig in den Himmel. Aber schreibt uns auch nochmal eure Meinung dazu, ob wir noch irgendwas daran verändern sollen. Mir gefällt das richtig gut und ihr dürft ja nicht vergessen, die Strahlen, die müssen so sein, quasi für die Lichteffekte. Das ist bei jeder Disco so, die sieht man klar. Schon meilenweit an den Strahlern. Das ist natürlich mega. Hallo, wollt ihr es lieber ohne Strahlen haben, Mann? Also dann bis zum nächsten Mal. Voll Laser, ciao, ciao. Wie Fabi abgeht. Ja, ganz tschüss. Genau.